So, des Weiteren kann man natürlich noch härter an die Sache rangehen. Ich habe jetzt mal hier diesen Fingerhut. Das hier ist eine ziemlich aggressive Chemie. Taucht man einfach mal rein. Lass nochmal einen Moment drinne. Des Weiteren kann man das auch. Das ist schon eine Münze von vorhin. Gereinigt. Relativ gereinigt. Das war der Viertelkreuzer von 1827. Den halte ich jetzt auch mal da rein. Das ist kein Bier. Das ist hochgiftig. Mache ich nur mal zur Hälfte. Ach, schmeiß mal ganz rein. Fertig. So, was habe ich dann noch? Habe ich auch noch nicht bearbeitet. Das ist schon irgendwas. Das ist zum Beispiel jetzt der Fingerhut. Der ist jetzt praktisch weiß. Jetzt muss ich nur mal. Gibst du mir mal das Schälchen in den Unterschied? Das mit Wasser, ja genau. Ne, mach ruhig, schütte ruhig ein bisschen raus. Super, ja. Perfekt. Dankeschön. So, das ist ein Schälchen mit Wasser. So, das ist jetzt der Fingerhut. Gucken wir, was das andere Zeug macht. Die Zange fängt auch schon an zu rosten. Na, muss man den anfassen. Wie würde man den gleichen Kostenvoranschlag machen, wenn wir mit einer neuen Stelle brauchen, wir doppelt, sondern an einer Stelle als das eins gekommen. Und dann gehen wir über nach dem Stein, wenn der Wolf kommt. Genau das gleiche Schreiben. Genau das gleiche, exakt. Das ist jetzt die Münze. Nochmal, bearbeiten wir gleich nochmal nach. So. So, das Wasser zur Seite. Das auch. So. Das weite ich mal richtig ab. Das ist der Fingerhut, da kommt wahrscheinlich noch mehr raus. Machst du den mal ins Ultraschall? Kannst ruhig anfassen. Dankeschön. Gut. Wirkung bei Blei ist nicht ganz so stark. Ist eh
ich mal den Finger runter aus dem Ultraschall holen. Gucken wir uns den mal an. So. Das ist der Fingerhut. Wie gesagt, mechanisch noch gar nicht bearbeitet. Das wische ich mal ab. So sieht es innen drin aus. Also die Chemie zerstört schon die Oberfläche komplett. Muss mal gucken, was man da wieder rausholen kann. Das ist jetzt hier mit dem 240er Schmörgelstein. Aber wenn man das noch weitermacht, kann man es wieder zum Glänzen bringen, wenn man das möchte. Wie gesagt, alles nur, wenn man das möchte. Was gibt es noch? Diese Schnalle hier. Kann man auch. So. Machen wir nur mal einen Teil, die Hälfte. Wahnsinn. Hat er auch mal da dran? Ah, jetzt ist ein bisschen verbogen. An sich reicht das schon mit dem Schmörgelstein, weil das ist schon eine gute Sache. Ja, das war es jetzt eigentlich so. Liegt an euch, was man so machen kann. Der wird mich auch noch mal reizen hier. Hier kann man nämlich gar nichts erkennen. Die Rückseite. Probieren wir den auch noch mal. Nur ein Stückchen. So schnell geht das. Absoluter Wahnsinn. So sieht es dann aus.
Es war jetzt nur ganz kurz eingetaucht. Und man sieht so schon. Na, gucken wir mal. Ja, das ist der Unterschied zu eben, das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, man darf das nur ganz kurz machen. Oder man sagt einfach, das mit dem Schmirgelstein hier, das reicht mir. Dann kann man es auch so lassen. Wie gesagt, man darf nur keine Angst haben, da dran zu gehen. So. Das kann man sagen. Jetzt nimmt man noch ein bisschen Öl. Na. Das war's erstmal.